Die Arbeitslosen Manuel Heimberger und Jürgen Watermann sind angeklagt, das Model Nikolai Pawlicek skalpiert zu haben. Sie leugnen die Tat. Nikolai wurde aber schon öfter von den beiden bedroht, weil er mit Manuels Ex-Verlobter zusammen ist. Übten Vorstadt-Cowboys brutale Rache oder will Nikolai seinen Rivalen aus dem Weg schaffen? Bitte erheben Sie sich. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Alexander Holt. Nehmen Sie bitte Platz. Herr Heimberger und Herr Watermann. Ja, den Hut nehmen Sie sowieso ab, das ist ja wohl klar. Nicht auf der Scheidorange hier. Also, wir verhandeln heute vom Jugendschöffengericht Ihre Strafsache wegen beabsichtigter schwerer Körperverletzung. Sie können sich auch mal ordentlich hinsetzen, gerade zum Beispiel. Weil das ein Verbrechen ist, verhandeln wir eben vom Schöffengericht und vom Jugendschöffengericht, weil Sie beide noch unter 21 Jahre alt sind. Die Anklage wird vertreten durch Frau Staatsanwältin Dissmann. Ihr Verteidiger, Herr Heimberger, ist Herr Rechtsanwalt Lenzen. Und Sie entschuldigen, dass ich den Herrn zuerst genannt habe, aber Ihre Verteidigerin ist Frau Rechtsanwältin von Petersdorf. Und dann haben wir noch als Vertreterin des Jugendamtes, Jugendgerichtshilfe, die Frau Moll. Zunächst mal zu den Personalien. Herr Heimberger zunächst. Sie heißen Manuel mit Vornamen. Ja. 7. Februar 83 in Dortmund geboren. Ja. Sie leben in Elspe. Ja, stimmt. Sie sind ledig. Ja, ja. Und Sie haben, steht da, eine Lehre zum Landwirt abgebrochen und sind jetzt arbeitslos. Und was kommt so im Monat rein? Na, 400 Euro. Mhm. Vorbestraft sind Sie auch? Wollen Sie das wirklich wissen? Ich weiß es eigentlich, ja. Ja, sicher bin ich vorbestraft. Mhm. Na und? Kommen wir dann später noch dazu. Herr Watermann, Jürgen mit Vornamen. Ja. 6. Dezember 84 in Dortmund geboren. Sie leben auch in Elspe, auch ledig. Auch Sie haben eine Lehre abgebrochen, allerdings zum Schlosser. Ja. Und sind auch arbeitslos. Ja. Und auch 400 Euro. Ja, auch so 400 Euro. Ja. Sie sind nicht vorbestraft bis jetzt, ja? Dann die Anklage bitte, Frau Staatsanwältin. Am 12. März 2002 gegen 18.45 Uhr überfielen die beiden Angeklagten in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken den im Elbswald gerade joggenden Nikolai Pawlicek. Während der Angeklagte Watermann den völlig überraschten Herrn Pawlicek festhielt, schnitt ihm der Angeklagte Heimberger mit einem Butterfly-Messer ein ca. 3x7 cm großes Stück Kopfhaut aus dem Oberkopf am Haaransatz heraus. Herr Pawliceks Wunde musste genäht werden, was zu einer nicht mehr korrigierbaren bleibenden Narbe mit fehlendem Haarwuchs führte. Die beiden Angeklagten werden somit der gemeinschaftlichen beabsichtigten schweren Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß den Paragraphen 223, 226 Absatz 1, Nummer 3, Absatz 2, Paragraph 25 Absatz 2 StGB, Paragraph 1 und 105 Jugendgerichtsgesetz. Danke, Frau Staatsanwältin. Ja, steht beiden Angeklagten frei, sich dazu zu äußern. Meiner Meinung nach Angaben. Beide, genau. Ja. Fangen wir mit dem Herrn Heimberger an. Und? Ja. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ich habe ja gar nichts gemacht, nichts Kriminelles oder so. Herr Heimberger, wo waren Sie an diesem Nachmittag? Ja, zu Hause. Wo denn sonst? Haben Sie dafür Zeugen? Ja. Jo, den Jürgen, der sitzt doch hier. Fragen Sie den doch. Das ist wenig hilfreich, weil er ist auch angeklagt und kann hier nicht als Zeuge aussagen. Ja, das ist doch die Sauerei. Der hat doch genau gewusst, dass wir immer zusammen rumhocken. Wir haben kein Alibi und das hat er gewusst, deswegen hat er uns so eins reingedrückt. Mhm. Jetzt ist es allerdings so, in Tatortnähe wurde dieses Butterfly-Messer gefunden. Da hat man eigentlich eine DNA-Analyse gemacht wegen des Blutes. Und es ergab, dass das Blut von dem Herrn Pawlicek dasselbe ist wie am Messer dran. Nee, das habe ich noch nie gesehen. Tut mir leid. Mhm. Tja, außerdem wurde noch gefunden in Tatortnähe diese Uhr. Kennt die zufällig jemand? Nee. Kennt auch keiner. Herr Heimberger, eine Zeugin hat eindeutig diese Uhr als ihre identifiziert. Eine Zeugin? Ist ja klar, wer das war. Das war meine Ex, die Hanna. Die will mir doch auch eins reinwürgen. Ach, Herr Heimberger, tun Sie doch bitte nicht so. Ja. Sie wurden eindeutig von dem Geschädigten identifiziert, und zwar wegen Ihrer Cowboy-Kleidung. Wegen meiner Cowboy-Kleider? Da sind wir die Einzigen, die sowas tragen hier. Ja, ich meine, ganz gewöhnlich ist das in der heutigen Bevölkerung nicht, ja, dass das man ist so voll im Trend. Erstens ist das modern und zweitens gibt es dafür eine ganze Szene, gerade hier. Das ist doch Quatsch. Herr Heimberger, aber nur Sie waren bis vor kurzem mit der Freundin von Herrn Pawlicek liiert. Ja, das ist ja auch meine Frau, ja? Und meine Verlobte.
Warum haben Sie denn Herrn Pawlicek mehrfach bedroht? Ich habe ihn nicht bedroht. Ich meine, es ist ja mein gutes Recht, meine Frau zu beschützen vor diesem Mistkerl. Aha, und es ist jetzt wohl offensichtlich in die Brüche gegangen, ja? Das ist ja wohl der größte Schwachsinn, den Sie hier erzählen. Sie sollen bitte hier die Form wahren und meine Fragen beantworten. Sie sind nicht mehr mit der Freundin von Herrn Pawlicek offensichtlich zusammen. Und weil es wahrscheinlich in die Brüche gegangen sind, haben Sie versucht, sich an ihm zu rächen. Das kann doch gar nicht sein. Ich zieh doch niemandem die Haut ab. Das ist doch krank. Das ist in der Tat sehr ungewöhnlich. Das sehe ich genauso. Aber dennoch wurde auch am Tatort Ihr roter Dodge Pickup gesehen. Und ernsthaft, davon gibt es nicht allzu viele. Jetzt hör mal auf, ja? Langsam rein. Entschuldigung, erst mal duzen Sie die Frau Staatsanwältin nicht, ja? Wir beide haben noch nicht zusammen im Kindergarten gespielt, ja? Und ja. Immer noch per ja, Sie. Ist ja okay. Und immer noch die Form bewahren, ja? Ja. Frau Staatsanwältin, die Form will ich bewahren. Sie gehen fehl in der Annahme, dass dieser Pickup Marke Dodge nicht so häufig vorkommt. Allein im Sauerland sind davon 60 mehr. Stück registriert. Also 60 fürs Sauerland ist nun wirklich keine Zahl, die hier erheblich ist. Sehen Sie gleich. Schau meine Wunden an. Das ist kein Spiel mit Cowboys und Indianern. Erst nudelst du mit meiner Verlobten und dann willst du mich noch in eine Klapse schicken? Sie haben also nicht den Pickup meines Mandanten erkannt. Doch, es war Manuels Wagen. Das weiß ich ganz genau. Fragen an den Herrn Heinberger? Keine. Herr Watermann. Ja. Also jetzt würden Sie mal erklären, ob Sie mit dem Ganzen was zu tun haben. Wenn ja, was? Ja, das hat der Manni doch gerade gesagt. Wir haben bei ihm gehockt und Glotze geguckt. In welchem Zeitraum waren Sie da? Video, Fernsehen gucken oder was war das nochmal? Videos. 3 bis 11. Mhm. Haben Sie den Herrn Pawlicek gesehen an dem Tag? Nee, da bin ich auch froh, du beim blöden Hund. Der kommt jetzt übrigens demnächst da rein und wenn es da nochmal blöder Hund sagen, wenn er da ist, dann sitzen sie allein deswegen mal ein paar Tage, egal ob sie im Übrigen verurteilt werden. Ist klar, ja, oder? Ja. Gut. Fragen noch an den Angeklagten? Keine Fragen. Keine weiteren Fragen. Dann dreht man die Beweisaufnahme ein, Herr Seeloff, bitte den Herrn Pawlicek. Zeuge Pawlicek, bitte. Herr Pawlicek, nehmen Sie auch bitte hier Platz. Sieht ja immer noch ganz schön übel aus. Das Nest auch irgendwie noch, oder? Wie es aussieht. Ja. Wie geht's Ihnen denn so jetzt? Ja, ganz gut soweit, den Umständen entsprechend, wie Sie sehen. Haben Sie noch Schmerzen? Ja, klar. Das nächste Mal muss ich Sie belehren, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Nichts hinzufügen, nichts weglassen. Sie könnten auch vereidigt werden. Sie heißen Nikolai Pawlicek, 26 Jahre alt, Sie leben in Elspe. Was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite als Model. Also eigentlich im Moment ja jetzt weniger. Nicht. Ja. Und mit den Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Auf keinen Fall. Ja. Können Sie jetzt bitte mal schildern, wie es zu der Verletzung gekommen ist? Tja, ich war joggen, wie jeden Abend im Wald. Ich laufe immer die gleiche Strecke ab. Als mich dann diese beiden verrückten Cowboys angriffen. Wieso wir? Wer sagt denn das? Guck dich doch mal selber an, verrückt. Wer ist denn hier verrückt? Hör mal, wenn du wirklich glaubst, dass es hier ein Western oder ein Film ist, schau mich an, schau meine Wunden an. Das ist kein Spiel mit Cowboys und Indianern. Wenn du es wirklich glaubst, dann gehörst du nicht hierher, sondern in eine geschlossene Anstalt. Wer hat denn hier eine Klapse? Hör dir das doch mal an. Erst nudelst du mit meiner Verlobten und dann willst du mich noch in eine Klapse schicken? Ich glaube, du spinnst, aber von dir lasse ich mir das nicht mehr gefallen. Hör mal, ich habe dir kein Haar gekrümmt, nichts habe ich dir getan. Du hast mir kein Haar bei dir? Du hast mir etwas angetan, ich bin für mein Leben lang gezeichnet. Wer hat mir mein Ein und Alles denn weggenommen? Kapier's endlich! Ich war's nicht! Ja, sie ist kapier's endlich! Ich sag's dir! Ich sag's dir noch zum letzten Mal! Also, beruhigen. Genau. Erstmal sag ich Ihnen was zum letzten Mal, ja? Die Anklage ist verlesen. Ich kann auch ohne Sie verhandeln, wenn Sie meinen, Sie können sich hier aufführen. Ja? Also, jetzt erzählen Sie mal weiter. Das Ganze ging ganz schnell. Ich war joggen. Und plötzlich überfielen mich die beiden. Einer hat mich von hinten gehalten. Ich glaube, das war der Jürgen. Wieso? Den anderen konnte ich nicht sehen, aber die habe ich erkannt. Der hat mich gehalten und dann habe ich plötzlich einen fürchterlichen Schmerz verspürt am Kopf. Das war, als hätte man mir beim lebendigen Leibe die Haut abgezogen. Solche Höllenqualen habe ich noch nie in meinem Leben verspürt. Ich habe geschrien wie am Spieß. Aber es war im Wald, es war niemand da, der mir irgendwie helfen könnte. Ja, wie ging es weiter, kannst du sagen? Das Letzte, woran ich mich erinnere, war, dass ich wahrscheinlich vor lauter Schmerzen in Ohnmacht gefallen bin. Ich bin erst im Krankenhaus wieder aufgewacht. Die beiden Verrückten haben mich wahrscheinlich irgendwo vor dem Krankenhaus abgeladen. Wieso wir beiden Verrückten? Erstens sind wir nicht verrückt und zweitens waren es wir nicht.
Ihr wart es, ich habe euch ganz genau erkannt. Und woran? Diese Karnevals-Outfit hat niemand außer euch an, Leute. Mich würde jetzt mal interessieren, Sie haben diese Cowboy-Klamotten gesehen. Die tragen viele. Gibt es irgendetwas anderes Konkretes, an denen Sie meinen Mandanten erkannt haben? Ich habe sein Tattoo erkannt. Der hat sein Hemd hochgekrempelt gehabt. Und ich habe seine Tätowierung ganz genau gesehen. Das wundert mich aber jetzt. Eben haben Sie, es ging alles ganz schnell und Sie waren überrascht und gleich ohnmächtig. Und jetzt haben Sie das Tattoo erkannt. Ja, mein Gott, ich habe es erkannt. Was war das für ein Tattoo? Der hat auf seinem linken Unterarm diese amerikanische Konföderiertenflagge. Ja, das weiß doch jeder, dass ich die da habe. Mit blauen Streifen und den Sternen drauf. Mhm. Herr Watermann. Ja, dann machen Sie mal Ihr cooles Hemd ein Stückchen hoch. Ja, doch. Ja. Die haben sowas von viele. Das ist ein Rebellenzeichen bei uns. Das ist die Südstaatenflagge. Das haben fast alle. Fast alle haben sie es auch. Nein, ich bin einer der wenigen, der es nicht hat. Ah ja. Noch nicht. Ja, dann lass uns mal noch mal zu Ihren Verletzungen zukommen. Sie haben im Grunde fast noch Glück im Unglück gehabt, dass nicht mehr passiert ist. Kommt zur Verlesung das ärztliche Gutachten. Glattrandige 3x7 cm lange Schnittwunde am Epicranius durch Skalpierung des Oberkopfes am Haaransatz. Wundversorgung, Nähen. Späteres Haarwachstum an der Narbe ist ausgeschlossen. Nach Abheilung sind allerdings plastische Eingriffe zur Minimierung möglich. Das heißt, 3x7 cm, das ist dann so ein Bereich, in dem nichts mehr wächst quasi. Ja, ja, gibt es denn noch Fragen? Ich habe keine mehr. Keine danke. Fragen. Ich habe auch keine. 61.2 StB als Geschädigter unbeeidigt. Herr Seeloff, die Frau Mocker, bitte, wenn Sie bitte da hinten Platz nehmen. Zeugin Mocker, bitte. Frau Mocker, nehmen Sie bitte Ihr Platz. Sie wissen, als Zeugin vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ihr Personalien zunächst mal. Sie heißen Hanna Mocker. Ja. 18 Jahre alt. Sie leben in Elspe. Genau. Sind Auszubildende. Friseur Auszubildende. Genau. Ja? Erzählen Sie uns doch bitte, was Sie gesehen haben an dem Tattag. Das ist das Einzige, was uns hier interessiert. Also ich bin mit dem Wagen über die Landstraße gefahren, wollte zu meinem Freund Nikolai. Ich wusste, dass er halt in der nächsten Zeit vom Sport wiederkommt. Er geht immer joggen. Und dann habe ich am Waldrand den Pickup von dem dort parken sehen. Zu welcher Uhrzeit war das? So 20 vor 7. Mhm. Apropos Uhrzeit. Kennen Sie diese Uhr? Vielleicht schauen Sie mal nach vorn. Komm, zurück mal her. Ja, die kenne ich. Die habe ich selber gekauft und bezahlt. Ach, das ist doch Quatsch. Zum Geburtstag mir? Letztes Jahr geschenkt. Seit wann trägt er denn bitte Uhren? Er trägt keine. Seit ich sie ihm geschenkt habe. Kann das sein, dass Ihr Erinnerungsvermögen keine Minute lang reicht? Frau Mocker, Sie haben uns gesagt, so 20 vor 7. Kann das auch 10 Minuten früher oder 10 Minuten später gewesen sein? Ja. Das kann sein, so genau weiß ich das nicht mehr. Herr Kollege, 10 Minuten früher oder später, das spielt hier jetzt wirklich nicht die große Rolle. Doch, Frau Kollegin, das spielt eine große Rolle. Also 10 Minuten hin oder her spielt hier eine Rolle. Kommen Wenn Sie der zum 10 Punkt, Minuten bitte? Später abgestellt worden wäre, dann wäre der Pickup vielleicht nach der Tat dort hingestellt worden. Im Übrigen steht noch nicht mal fest, dass es der Pickup meines Mandanten war. Der Pickup von Und warum? Manuel. Ja? Welche Farbe hatte der denn? Rot. Rot. Und welches Kennzeichen? Manuels Kennzeichen natürlich. Welches Kennzeichen haben Sie erkannt? Das ging alles ein bisschen schnell. Ich bin 80 gefahren. Ja, da haben wir es doch. Du hast Sie gar nicht erkannt. Wollen Sie eine Verteidigung durch mich oder wollen Sie die selber übernehmen? Also. Selber übernehmen wird schwierig, wenn Sie noch einmal den Mund aufmachen, weil dann fliegen Sie endgültig raus. Ja? Sie haben also kein Kennzeichen entdeckt? Nein, aber es war Manuels Wagen. Ist Ihnen noch was anderes an dem Wagen aufgefallen? Vielleicht eine Bemalung? Ein Abziehbild? Also ich kenne den Wagen ziemlich gut und ja, der war dreckig oder so an der Motorhaube. Können Sie da was Genaues zu sagen? Ja, vielleicht Laub. Der stand halt am Waldrand. Laub? Ja. Sind Sie da sicher? Ja, da sind Sie sicher, dass es Laub war? Ja, die Karre sieht von dem immer aus wie, weiß ich nicht was. Okay, jetzt, Herr Hamberger, dürfen Sie was sagen. Wie sieht Ihre Motorhaube aus? Ja, gerade erst im Februar hat mir ein echt guter Kumpel einen geilen Adler drauf gepinselt. Ja, der Wagen sieht jetzt hammergeil aus, so kann man ihn nicht mehr verwechseln. Okay. Und das Ding ist ja auch bunt und leuchtend. Ja, okay. Frau Mocker, Sie hören, Airbrush-Kunst, ein Adler vorne auf der Motorhaube.
Sie haben also nicht den Pickup meines Mandanten erkannt? Doch, es war Manuels Wagen. Das weiß ich ganz genau. Können Sie uns denn noch irgendwas anderes sagen, was Ihnen in den Pickup so aufgefallen ist? Es war der Wagen. Ich saß leider oft genug drin, dass ich es weiß. Ich stelle also fest, Sie wissen weder, welches Kennzeichen der PKW hat, noch wissen Sie von dieser Airbrush-Kunst. Und ich stelle des Weiteren fest, dass mindestens 60 dieser Wagen im Sauerland gemeldet sind. 60. Nehmt doch einfach wieder Platz, Herr Verteidiger. Und Frau Mocker könnte keinen wiedererkennen. Danke. Fragen denn noch an die Frau Mocker? Keine weiteren Fragen. Verzicht 61.5 ja. StPO. Ja. Nehmen Sie bitte da hinten Platz. Keine weiteren Beweisanträge? Keine. Nein. Ja, dann würde ich mir gerne den Bericht der Jugendgerichtshilfe anhören. Frau Moll, bitte. Okay. Manuel ist im Heim aufgewachsen. Er konnte sich nie in die Gesellschaft einfügen und hatte immer wieder Probleme mit den anderen Jugendlichen. Er ist selbstsicher, leicht reizbar und sehr aggressiv. In der Heimgemeinschaft war ihm stets am Herzen gelegen, eine Gruppe um sich zu scharen und ihnen als Anführer voranzugehen. Nachdem er mit 14 Jahren das Heim verlassen hat, konnte er in der Gesellschaft nicht Fuß fassen. Er war zur Tatzeit 19 Jahre alt und damit heranwachsend. Auch handelt es sich bei der Tat nicht um eine typische Jugendverfehlung. Manuel ist deshalb nach Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen. Noch Fragen? Keine Fragen. Dann, ja, wie schätzen Sie den Herrn Watermann ein? Jürgen ist das jüngste Kind der Familie Watermann. Seine Erziehung wurde vollständig von der Dominanz des Vaters geprägt. Er ist deshalb gewohnt, sich unterzuordnen. Mit Manuel ist er seit etwa einem Jahr befreundet. In ihm sieht er ein Vorbild, von dessen Ideen und Vorstellungen er sich lenken und leiten lässt. Zum Tatzeitpunkt war Jürgen 17 Jahre alt und nach seinen sittlichen und geistlichen Entwicklungen war er reif genug, das Unrecht seiner Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Er besaß damit die strafrechtliche Verantwortlichkeit für sein Handeln. Dann noch Fragen? Keine weiteren. Dann kommt noch zur Verlesung Auszug aus dem Bundeszentralregister des Manuel Heimberger. Eintragung 1, Amtsgericht Lennestadt vom 30.09.2000. Körperverletzung und Beleidigung, 30 Stunden Arbeitsauflage. Dann das Urteil des Amtsgerichts Lennestadt vom 4.05.2001. Diebstahl in 3 Fällen, 2 Wochen Jugendarrest. Stimmt soweit, oder? Ja. Ja, dann schließe ich die Beweisaufnahme, Frau Staatsanwältin. Ihr Plädoyer bitte. Ja, danke. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht für die Staatsanwaltschaft fest, dass sich hier die beiden Angeklagten einer schweren beabsichtigten Körperverletzung in Mittäterschaft strafbar gemacht haben. Der Geschädigte hat Herrn Heimberger zwar nur an seiner Cowboykleidung erkannt, Herrn Watermann jedoch an seiner Tätowierung am linken Unterarm. Durch die Verdichtung der Indizienkette hier ist die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, dass die beiden die Straftat im bewussten und gewollten Zusammenwirken begangen haben. Es ist klar, dass er die Cowboykleidung anhatte, der rote Dodge Pickup war am Tatort zum richtigen Tatzeitpunkt. Die beiden sind nur zusammen, die Uhr wurde dort gefunden und das sind die Indizien, die die Staatsanwaltschaft hier von der Strafbarkeit überzeugen. Nach Aussage der Sozialgerichtshilfe ist Herr Heimberger sehr aggressiv, was sich heute hier in anschaulicher Weise dem Gericht darbot. Und deshalb beantrage ich hier für den Angeklagten Heimberger, diesen zu verurteilen zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren. Für den Angeklagten Watermann beantrage ich eine Jugendstrafe in Höhe von 2 Jahren aufgrund der negativen Sozialprognose. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Danke. Zunächst. Hohes Gericht, sehr geehrte Frau Staatsanwältin, werte Frau Kollegin. Ich halte fest, dass die Hauptverhandlung lediglich folgende Dinge ergeben hat. 2 maskierte Täter, einen roten Pickup und ein verblasstes Motiv. Keine Indizienkette. Kein Zeuge, nicht der Zeuge Pawlicek, hat meinen Mandanten hier erkannt. Die Zeugin Mocker hat den PKW meines Mandanten ebenfalls nicht erkannt. Was bleibt, ist ein Freispruch zu beantragen. Danke. Danke, Herr Verteidiger. Frau Verteidigerin, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, Herr Kollege. Die Hauptverhandlung brachte viele Vermutungen, doch keine Beweise. 2 maskierte Täter in Cowboykleidung, von denen gibt es viele. Das beweist also gar nichts. Ein roter Pickup am Waldesrand, einer von mindestens 60 im Sauerland. Doch selbst wenn das Gericht zu der Überzeugung kommt, dass Herr Heimberger hier Täter ist, beweist das noch lange nicht, dass mein Mandant der zweite Mann war. Ach, Mann, war er hat kein... Er hat kein Motiv, er hat keinen Pickup. Zugegeben hat er eine Tätowierung. Doch diese Tätowierung haben in dem Umfeld dieser beiden sehr, sehr viele. Das beweist also auch nichts. Was bleibt, ist die Freundschaft meines Mandanten zu Herrn Heimberger. Aber soll das als Beweis für eine Mittäterschaft reichen? Wohl kaum.
Ich beantrage daher Freispruch. Danke, Frau Verteidigerin. Sie können nun selbst beide noch was dazu sagen. Sie haben das letzte Wort, Herr Heimberger, als Erster. Nee, ich sag nur, ich bin unschuldig und mehr will ich dazu nicht sagen. Herr Wartemann? Das ist doch völlig bescheuert. Das Flittchen und der Halbwilde wollen uns einen reinwürgen und Sie spielen damit wie Marionetten. Halblang. Wir ziehen uns zur Beratung zurück. Sehen Sie gleich das Urteil und danach... Ich wollte halt mit diesem Fiesling nicht ins Bett. Jetzt sagst du, du warst mega scharf auf mich. Du hast meine Freundin gar nichts war. Weißt du, was du da getan hast? Er hat sich dann auf mich gelegt und mein Bein hat er brutal zur Seite geschoben. Ich verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagten Manuel Heimberger und Jürgen Wartemann sind schuldig der gemeinschaftlichen beabsichtigten schweren Körperverletzung § 226 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2, 25 Absatz 2 Strafgesetzbuch. Der Angeklagte Heimberger wird deshalb zu einer Jugendstrafe von 3 Jahren verurteilt. Der Angeklagte Wartemann wird verurteilt zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagten tragen die Kosten des Verfahrens. Dann ergeht noch der Beschluss. Beim Angeklagten Wartemann dauert die Bewährungszeit 3 Jahre. Der Angeklagte wird einem Bewährungshelfer unterstellt und ihm wird auferlegt, an 200 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Nehmen Sie Platz. Da muss man doch was machen, das geht doch nicht. Sie haben natürlich völlig recht. Jedes einzelne Indiz für sich hätte überhaupt gar nichts bewiesen. Aber schauen wir uns mal alles nacheinander an. Der Herr Pawlicek hat zumindest Sie erkannt. Natürlich könnte er sich theoretisch getäuscht haben, nachdem beide Täter Stumpfmasken aufhatten. Aber die hatten auch beide Cowboy-Kleidung an. Dann wurde zufällig, und jetzt sind wir schon an einem Punkt, wo die Zufälle eigentlich nicht mehr Zufälle sein können, in Tatortnähe Ihre Uhr gefunden. Ihre Uhr. Ja? Gibt es einen Cowboy? Gibt es noch einen Cowboy, dem Sie dieselbe Uhr geschenkt haben? Der zufällig auch einen roten Pickup hat, der zufällig vielleicht einen Grund hätte. Und das ist nämlich der nächste wichtige Punkt. Zufällig ist das Opfer genau der verhasste Indianer, der sich an Ihre Squaw herangemacht hat. Und bei Ihnen die Tätowierung. Erstens mal hat er Sie wirklich erkannt, sagt er. Und er hat Ihre Tätowierung erkannt. Mag sein, es gibt noch ein paar. Aber ich weiß nicht, ob es noch irgendeinen gibt, der dann gemeinsam mit ihm losziehen würde, der auch dieselbe Tätowierung hätte. Es passt einfach alles zusammen. Und Herr Verteidiger, natürlich mag es sein, dass er ein Pickup nicht richtig erkannt hat. Wenn ich aber von hinten an einem Pickup vorbeifahre und den überhole, dann schaue ich nicht unbedingt, was da auf der Motorhaube ist. Das Zusammenspiel macht's hier. Wir haben letzten Endes keinen begründeten Zweifel, dass die beiden Angeklagten das gemeinsam waren. Und es ist eine ganz dramatisch gravierende Straftat. Ein Indianer kennt nämlich eben doch Schmerz. Und da oben, wenn man skalpiert wird, das macht Höllenschmerzen. Und es bleibt auf Dauer. Es bleibt hier eine große Stelle, an der nichts mehr wächst bei so einem jungen Menschen, der noch dazu eigentlich mit seinem Äußeren sein Geld verdient hat bis jetzt. Wären Sie nach Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen, dann wäre die Mindeststrafe jeweils 3 Jahre gewesen. Und bei Ihnen wäre es weit darüber rausgegangen bei Ihren Vorstrafen. Wir haben uns allerdings der Jugendgerichtshilfe hier nicht angeschlossen, sind der Meinung, Sie sind auch völlig unreif. Sie waren bis 14 im Heim und haben sich danach so durchs Leben durchgeschlängelt, eine Ausbildung abgebrochen. Sie sind auch noch als Jugendliche hier zu behandeln. Und das hat Ihnen letzten Endes, hat Sie davor gerettet, eine weit höhere Strafe zu bekommen. 3 Jahre ist bei Ihnen aber, auch in Anbetracht Ihrer Vorstrafen und des Motivs, Sie sind sicherlich die treibende Kraft hier gewesen, das Mindeste. Beim Herrn Wartemann sieht es etwas anders aus. Der ist sowieso nach Jugendstrafrecht zu verurteilen, weil er 17 Jahre ist. Und auch wir sind der Meinung, dass er nur ein Mitläufer hier eigentlich ist. Der wäre auf die Idee von sich aus sowieso nie gekommen und er hat auch keinen Grund dafür gehabt. Wir sind auch der Meinung, dass wir die 2 Jahre Jugendstrafe hier zur Bewährung aussetzen können, weil er ein Mitläufer ist und wenn nämlich sein bester Kumpel sitzt in der JVA, dann haben wir begründete Hoffnung, dass er sich vielleicht von dieser Szene, zumindest von dieser üblen Gesellschaft etwas abwendet. So viel zur Urteilsbegründung, Berufung oder Revision können Sie innerhalb einer Woche einlegen. Das Leben ist eben doch kein Karl-May-Film, ja? Deswegen geht es jetzt auch für Sie natürlich nicht an den Matterpfahl, sondern ins Jailhouse, wie das so schön heißt. Wird keine Postkutsche vorbeifahren, kein Gringo wird kommen, um Sie zu befreien. Sitzung ist geschlossen.